Mathefilme. Mit anderen Hani und Nannis. Richtig doof. Das finde ich nicht okay. Leute, ich muss mal, ich habe bestimmt irgendwo noch in meinen Kindersachen, habe ich so alte Zeitungen aufgehoben, wo so Miley Cyrus und so noch drin waren. Also so, keine Ahnung, so eine Bravo von 2012. Ich muss das mal suchen. Ich glaube, es wäre voll lustig anzuschauen. Ich weiß aber nicht, wo das ist. Aber damals, es war so krass, ich war so 10 oder so und ich wollte unbedingt ein Hannah Montana Zeitungsabo haben. Aber ich habe keins bekommen. Meine Mama meinte, ich bin zu klein, aber dann, als ich glaube ich 11 war, dann durfte ich ein Hannah Montana Zeitungsabo haben. Das war sehr toll. Hattet ihr Zeitungsabos? Ich hatte auch eins von Winnie Pooh. Aber da war ich halt viel kleiner. Ich glaube, es ist gar kein Ding mehr heute, oder? Lesen die Kinder noch Zeitungen? Also so diese Kinderzeitungen? Wisst ihr, was ich meine? Was geht ab? Quatschen. Just talking a little bit. Okay. Ich habe das Gefühl, irgendwie sind keine Girls mehr drin. Deswegen denke ich, ich beende jetzt den Livestream, aber war trotzdem schön mit euch und folgt mir. Oh! Doch, es sind noch Girls drin. Okay, hi. Ich finde das immer komisch, wenn nur Männer drin sind. Ja, schon zwischendurch diese Kuschel. Was? I don't understand. Hab auch mal diese Zeitung gelesen. Okay, toll. Ich glaube, heutzutage machen das die Kinder gar nicht mehr, oder? Ohne Witz, ich mach gleich ein Video darüber, ob das noch Leute machen. Das interessiert mich jetzt. Das war so toll. Und dann auch immer diese Geschenke, die es gab. Oh mein Gott. Wieso liest du meinen Kommi nicht? Mir wird er nicht angezeigt. Kannst du ihn nochmal schreiben? Wie alt bist du? Ich bin 22, aber ich werde jünger geschätzt, eigentlich immer. Also letztens wollte ich ein Eis essen gehen und das war Mojito-Eis, also dieses Cocktail. Und das hat ein bisschen Rum drin, ne? Und die haben ernsthaft gefragt, ob ich schon Alkohol trinken darf. So, bist du schon 16? Und ich war so, ich bin 22. Ja. Hallo. Einfach sagt einer, sagt einfach Frankfurt. Okay. Sag ich auch in einer random Stadt jetzt, München. Ich habe eine. Ja. Alpaka-Wanderung? Hä? Wie cool. Oh mein Gott. Das wird richtig nice. Hast du gemacht schon? Oh, wie süß. Hä, wie war's? Nice. Hä, das klingt richtig gut. Oh, wie süß, kleine Alpakas. Das klingt mega knuffig. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Es war so cool. Hä, Hannah, wie cool einfach. Oh mein Gott, ich will auch eine Alpaka-Wanderung machen. Wie süß, die kleinen Flauschis. Hab immer Zeitung genommen, wo cooles Spielzeug drin ist. Emily for real. Ich hab immer. Oder ich hatte auch voll auf diese, wie hieß das, mit Donald Duck, diese lustigen Taschenbücher. Ich habe die als Kind geliebt. Ich habe mir die in der Bücherei ausgeliehen, um die zu lesen, weil ich die so krass fand. Hi. Hi Mandy. Alles gut? Ja, bei mir ist alles gut. Bei dir? Hi. Oh, das war so toll. Ich glaube, meine Lieblingszeitungen früher waren so. Wendy, ich habe so gerne Wendy gelesen. Lustige Taschenbücher. Was gab es denn noch? Hannah Montana, natürlich. Und Bravo war auch immer richtig cool. Oder Topmodel-Zeitschrift, habe ich auch richtig gern gelesen. Oh mein Gott, die Erinnerungen. Alpakas sind die süßesten, ja, oder? I love. Same, Wendy immer. Wirklich, das war so ein Goal. Woher kommst du? Deutschland. Deutschland. Crocs oder Flipflops? Ich würde sagen Crocs. Ich hatte als Kind immer Crocs. Ich hatte immer, ich weiß nicht, kennt ihr diese Dinger, die man in diese Crocs reinstecken konnte als Deko? Die hatte ich immer. Ich hatte die coolsten Crocs. Weil dieses Topmodel, ja, Emily, wirklich Topmodel war die beste Zeitschrift, ohne Witz. Ich fand das immer toll. Hello from Norway. Hello from Germany. Nee, das war richtig krass. Aber sonst fällt mir ja gar keine andere Zeitung ein. Ich glaube, das waren noch so die ganzen, die es so gab, oder? Ha! Ich habe früher richtig gerne einfach so Pferdezeitschriften gelesen. Über Pferde.
Richtig, also es ist einfach super Reitsport, so wisst ihr, so gar keine Kinderzeitungen, einfach nur so Pferdezeitungen. Und dann wurden da immer Pferde verkauft und ich immer zu meiner Mutter, ich will das haben, das kostet nur 10.000. Also natürlich voll teuer, aber als Kind versteht man das ja nicht, wie viel das ist. Wollte immer Crocs haben. Adiletten sind auch cool, aber ich hatte nie Adiletten. Ich wollte Adiletten haben und ich hatte Crocs. You see. Das ist immer so, man will immer das haben, was man nicht hat. Same einfach. Oh mein Gott, Emily, ich lieb's. Wollte immer Deko dafür haben. Ja, diese Crocs-Deko, die gab es immer in so Schuhgeschäften an der Kasse. Ich glaube, gibt es das überhaupt noch? Das war damals so ein Trend. Greetings from Guatemala. Oh mein Gott, Greetings from Germany. Was magst du an Pferden und Eseln? Also, ich finde die sehr süß, beide. Ich finde Esel richtig lustig, weil die so voll stur sind manchmal. Und Esel begrüßen dann immer. Also, Esel können übelst laut schreien. Und wenn die einen begrüßt, schreien die so voll so: du bist da. Das ist richtig lustig. Und Esel sind einfach so knuffig. Die haben voll den eigenen Kopf. Das finde ich richtig süß. Und Pferde, ich bin mit Pferden aufgewachsen, deswegen mochte ich die schon immer, wollte ich mal sagen. Geh mal lieber kochen und putzen. Geh du dich mal lieber über Frauenrechte informieren. Dankeschön. Same. Oh, nice. Wie oft die Woche gehst du reiten? Das klingt süß. Im September bin ich auf dem Pferdehof in Irland. Das wird richtig cool. Bei meiner Gastfamilie, ich mache bald mal ein Video dazu. Meine Gastfamilie in Irland, richtig cool. Die wohnen am Meer und haben Pferde und dann kann ich den ganzen Tag Pferde reiten und mich um die kümmern. Das wird so cool. You are pretty. Thank you. Thanks for the follow. Dreimal genug, kommt 4 bis 5 Mal. Oh, chillig. Machst du auch Turniere oder machst du nur so zum Spaß? Aber nice, ich war früher auch richtig oft. Ich glaube, ich war früher so 4 Mal die Woche. Aber dann bin ich weggezogen. Dann nicht mehr. Aber wenn ich zu Hause bin, reite ich noch. Ich habe gerade das Video gesehen von dem Einkaufen. Und nach dem Einkaufen. Ohne Witz! Es ist so real einfach. Man geht immer so einkaufen als Student und dann hat man kein Auto und muss diese ganze Scheiße nach Hause schleppen, aber man ist so fertig einfach. Hi! Machst du Spaß, müssen ein Turnier machen. Nice, alles klingt gut. Turnier macht auch Spaß. Hi! Wie geht's dir? What are you from? I'm from Germany. Hi! Was machst du heute? Ich treffe mich wahrscheinlich mit einer Freundin. Und dann gehen wir spazieren mit ihrem Hund. Die hat so einen süßen kleinen Hund. Oh mein Gott, ich sterbe. Der ist so süß. Und mit ihm gehen wir wahrscheinlich in den Park und ein Eis essen oder so. Aber irgendwie sieht das Wetter gerade nicht so geil aus. Ich hoffe, es regnet nicht. Hi! Ja, ist ein bisschen doof, wenn es regnet. Aber. Okay, was würdest du mit 100.000 machen?